Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 22. Das ist die Große Anfrage der Fraktion DIE LINKE, hessische Abschiebehafteinrichtung Darmstadt-Eberstadt, Drucksache 20-1218 zu Drucksache 20-773. Wer wünscht das Wort? Es hat sich gemeldet die Kollegin Sönmez. Frau Kollegin Sönmez, Sie haben das Wort. Danke schön, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Präsident, seit fast zwei Jahren gibt es in Hessen ein Gefängnis, in dem Menschen eingesperrt sind, die nichts verbrochen haben, teilweise bis zu fünf Monate. Ich bitte um Ruhe. Das Wort hat Frau Kollegin Sönmez. Bitte. Danke sehr. Menschen sind eingesperrt, obwohl sie nichts verbrochen haben, und das teilweise bis zu fünf Monate. Menschen sitzen hinter Gittern, die Abschiebung in ungewisse Zukunft vor Augen. Wir als DIE LINKE wenden uns ganz entschieden gegen das Instrument der Abschiebehaft. Flucht ist nämlich kein Verbrechen, und daher gehören Flüchtlinge auch nicht in Haft, meine Damen und Herren. Nun sagte Herr Beuth, Sie nennen das ja normales Leben minus Freiheit. Da muss man sich doch fragen, wie zynisch ist das denn? Der Herr Beuth ist aber gar nicht da. Also ich finde das ja ziemlich zynisch, denn Freiheit ist fundamentales Element eines normalen Lebens und deshalb unerlässlich für ein normales Leben. Was soll es denn für ein normales Leben sein, wenn man eingesperrt ist und sich nicht frei bewegen kann? Ich finde es auch wichtig, dass in der Frage der Beantwortung, dass Sie in der Beantwortung unserer Großen Anfrage noch einmal klarstellen, dass es keinen Zusammenhang zwischen Abschiebehaft und Kriminalität gibt. Im letzten Jahr hatte der Polizeipräsident Lammel noch einen ganz gegenteiligen Eindruck erweckt. Damals sagte er, es sei nicht zu vermitteln, dass Menschen, die die Straftaten begingen, hier bleiben dürfen. Daher brauche man das Abschiebegefängnis. Mit dieser Aussage kriminalisierte er die Inhaftierten und stellte so einen nicht vorhandenen Zusammenhang zwischen Migration und Kriminalität her, wie es in letzter Zeit leider allzu häufig getan wird, liebe Damen und Herren. Solche Stigmatisierungen schüren aber Rassismus und sollen verhindern, dass Opfer der europäischen Abschottungs- und Ausbeutungspolitik Solidarität hier in diesem Land erfahren. Doch zum Glück gibt es Menschen, die sich für die Rechte der Inhaftierten einsetzen, beispielsweise das Darmstädter Bündnis Community for All oder der Rechtsanwalt Peter Pfahlbusch, der bundesweit mehr als 1.800 Verfahren für Betroffene in Abschiebehaft geführt hat. Diesen Menschen, sehr geehrte Damen und Herren, gebührt unser Respekt, unsere Hochachtung und unser Dank. Laut Pfahlbusch war die Hälfte seiner Mandanten rechtswidrig inhaftiert. Zusammengezählt ergibt das 23.816 Tage oder rund 65 Jahre rechtswidriger Abschiebungshaft. Auch in Hessen werden Menschen immer wieder rechtswidrig ihrer Freiheit beraubt. Aus der Großen Anfrage geht hervor, dass 23 Menschen aus der Das Wort hat die Kollegin Sönmez, und ich bitte, ihr auch die Aufmerksamkeit zu schenken. Danke schön. Herr Präsident, das haben Gerichte so beschlossen, dass das rechtswidrig war, sehr geehrte Damen und Herren. Ja. Aus der Großen Anfrage ergibt sich, dass 23 Menschen aus der Abschiebehaft in Darmstadt entlassen wurden, weil das Gericht festgestellt hat, dass diese Menschen rechtswidrig inhaftiert waren. Das ist immerhin jeder 13. Mensch, der inhaftiert war, rechtswidrig. Wahrscheinlich sind auch weitere knapp 300 Inhaftierte rechtswidrig in Haft, denn nicht jeder von ihnen kann sich einen Rechtsanwalt leisten,
um das vor Gericht aufzutragen. Der Rechtsschutz für Menschen in Abschiebehaft ist nämlich absolut unzureichend. Zwar sieht das Gesetz eine unabhängige Haftberatung vor, doch laut der Großen Anfrage wird diese nur acht Stunden pro Woche durch eine Sozialarbeiterin der Jugendberatung Frankfurt angeboten. Und das ist bei Weitem nicht ausreichend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wie soll denn eine Person 300 Menschen innerhalb von 8 Stunden betreuen? Und wie soll eine Sozialarbeiterin aus dem Gebiet der Jugendhilfe sich um komplizierte rechtliche Belange von Abschiebehäftlingen kümmern können? Das müssten Sie mir einmal beantworten. Ich meine, das ist ein Feigenblatt und keine unabhängige Beratung. Hier muss dringend Abhilfe geschaffen werden, wenn ernst gemeint ist mit der unabhängigen Beratung für Inhaftierte. Dennoch gilt, sehr verehrte Damen und Herren, 50% der Abschiebungen sind rechtswidrig, und alle Abschiebungen sind Unrecht. Während wir durch die ganze Welt reisen und viele Privilegien genießen können, werden diese Menschen davon abgehalten, in Sicherheit zu leben und gegen ihren Willen in Länder geschickt, in denen sie nicht leben wollen und vor allem aber nicht leben können. Schauen wir uns doch einmal die Länder an, in die Hessen abschiebt. Sie schieben ab nach Nigeria, obwohl dort die Terrormiliz Boko Haram wütet, obwohl dort 500.000 Kinder an akuter Mangelernährung leidet und obwohl Erdölindustrie den Menschen im Niger-Delta durch massive Umweltzerstörung die Lebensgrundlage weggenommen hat. Sie schieben ab nach Äthiopien, trotz der dortigen willkürlichen Festnahmen, Folter, Verfolgung von Journalistinnen und Journalisten. Sie schieben ab in das Bürgerkriegsland Afghanistan, obwohl es sich dabei laut Global Peace Index um das unsicherste Land der Welt handelt, sehr verehrte Damen und Herren. Und sie schieben auch innerhalb Europa ab, an die Außengrenzen der EU, aufgrund der Dublin-Verordnung. Denken Sie, können Sie das ja machen. Migranten werden zurückgeschoben nach Italien, Griechenland, über Umwege auch in die Türkei, das stimmt, obwohl die dortigen Lager völlig überfüllt sind und es keine menschenwürdigen Zustände dort mehr gibt. Erst letzte Woche starb eine junge Frau im Lager Moria in Griechenland. Sie schieben aber auch EU-Bürgerinnen ab. So saßen auch 3 Polen, 1 Rumäne und 1 Estländer in Darmstadt in Abschiebehaft. Ja, aber was ist das für eine EU, die das Zusammenwachsen der Länder Europas propagiert, bei sozialen Rechten, aber anderen EU-Bürgern die Tür vor der Nase zuschlägt und keinerlei Solidarität kennt, wenn es um Menschen in Not geht? 32,6 Millionen € soll Bau und Umbau der Abschiebehafteinrichtung kosten. Auch im Haushaltsentwurf 2020 sind wieder immense Ausgaben für den Ausbau der Abschiebehaftanstalt vorgesehen. Außerdem noch weiteres Geld für Personal. Ich meine, das ist viel Geld, das man an anderer Stelle viel, viel sinnvoller einsetzen könnte. Was wir brauchen, ist nicht der Ausbau von Abschiebehaftanstalten. Was wir brauchen, ist die Abschaffung von diesen Anstalten und vernünftigen Flüchtlingsmaßnahmen, Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Schlimme ist, dass die deutsche Flüchtlingspolitik immer repressiver wird. Gesetzesverschärfung für Gesetzesverschärfung wird durch den Bundestag gepeitscht. Zuletzt war es das Migrationspaket von Herrn Seehofer. Und Hessen setzt die darin vorgesehenen Maßnahmen prompt um, baut nicht nur den Abschiebeknast aus, sondern still und heimlich auch die Erstaufnahme zu Ankerzentren um. Frau Kollegin Schönmetz, Sie sind leider mittlerweile über der Redezeit. Das ist Wortbruch, was hier begangen wird. Und deshalb fordern wir auf, Abschiebeknäste zu schließen. Und wir fordern eine Wende in der Flüchtlingspolitik hin zu einer humanitären und solidarischen Gesellschaft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächste Rednerin ist die Abg. Hoffmann für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Große Anfrage der LINKEN eröffnet uns die Möglichkeit, nach ca. einem Jahr Inbetriebnahme der Abschiebungshafteinrichtung in Darmstadt-Eberstadt
mal auch mit Zahlen und Fakten einen Blick auf die Einrichtung zu werfen. Frau Sönmez, Sie wird es nicht verwundern, wenn ich an der einen oder anderen Stelle in meiner Rede das Ganze etwas anders bewerte und auch anders intoniere. Die Abschiebehaft ist nämlich eben keine Strafhaft, sondern eine Verwaltungshaft, die der Sicherstellung der Rückführung dient, meine Damen und Herren. Sie betrifft Menschen, die nach einem rechtskräftig abgelehnten Asylantrag, nach der Ablehnung der Verlängerung des Aufenthalts oder nach Ausweisung vollziehbar ausreisepflichtig sind, dem nicht nachkommen, obwohl sie das sind, und deshalb abgeschoben werden sollen. Ich will ausdrücklich hier festhalten, meine Damen und Herren, dass die Abschiebehaft im Einzelfall die Ultima Ratio-Maßnahme ist, weil tatsächlich ja hier ein schwerer Eingriff auch in Rechte des Betroffenen erfolgt, meine Damen und Herren. Aber die Inhaftierung in einer Abschiebungshafteinrichtung erfolgt, und so kann es unter rechtsstaatlichen Aspekten auch nur sein, durch die Anordnung eines unabhängigen Gerichtes. Und letztlich dient sie, obwohl sie Ultima Ratio-Maßnahme ist, der Durchsetzung des Rechtes, meine Damen und Herren, und auch des Rechtsstaates. Ich möchte schon aber an der Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass erst der Europäische Gerichtshof 2014 entschieden hat, dass die Unterbringung von Drittstaatsangehörigen zum Zwecke der Abschiebung grundsätzlich in speziellen Hafteinrichtungen erfolgen muss und dass die vorherige Unterbringung der Abschiebehaft in der JVA Frankfurt am Main, so wie sie lange Praxis war, europarechtswidrig war. Meine Damen und Herren, daran muss an dieser Stelle auch noch einmal erinnert werden. Weil die Abschiebehaft eben Ultima Ratio-Maßnahme ist, meine Damen und Herren, ist an Sie und Ihre Ausführung sind restriktive und besondere rechtsstaatliche und humanitäre Maßstäbe und Gesichtspunkte zu knüpfen. Und das ist für uns von ganz besonderer und zentraler Bedeutung, meine Damen und Herren. Deshalb lese ich das oder höre ich das Zitat des Menschenrechtsaktivisten Percy MacLean anders als Sie. Und er hat es auch anders gemeint. Ich darf ihn hier zitieren mit Genehmigung des Präsidenten. Wegen des Fehlens des Strafzwecks ist die Abschiebehaft als normales Leben minus Freiheit darzustellen. Das heißt, die Abschiebungshaft muss dem Charakter und dem Alltag nach diesen Aspekten und diesen Maßstäben vollumfänglich Rechnung tragen. Und das bedeutet im Praxisalltag der Abschiebungshaft sehr, sehr enge Vorgaben und Maßstäbe, meine Damen und Herren. Wir waren selber mit meinen südhessischen Kollegen jetzt im Sommer in der Abschiebungshaft und haben uns dort einen persönlichen Eindruck von der Einrichtung verschafft. Ich will deutlich sagen, dass wir auch hier den Eindruck gewonnen haben, dass sich Hessen mit solch einer Einrichtung auf ein Neuland begeben hat und dass die Einrichtung auch vor großen Herausforderungen steht, weil sie ist ja erst in Betrieb gegangen und wird jetzt auch entsprechend erweitert. Bei der Beantwortung der Großen Anfrage fallen einige Aspekte auf, die aus meiner Sicht, aus unserer Sicht der Landesregierung auch noch einmal nachgegangen werden muss. Die durchschnittliche Haftdauer beträgt 24 Tage. Die Spanne jedoch ist sehr weit, von 1 bis zu 144 Tagen, meine Damen und Herren, was im letzteren Falle definitiv zu lange ist. In 23 Fällen führten Haftbeschwerden zur Entlassung. Dies ist aus unserer Sicht nicht eine geringe Zahl, aber hier, Frau Sönmez, davon zu sprechen, dass hier sozusagen quasi immer rechtswidrig die Abschiebungshaft angeordnet würde. Damit verletzen Sie auch die Rechtsprechung und die Rechtsprechung der unabhängigen Justiz und der Gerichte, die das entsprechend angeordnet haben. Deshalb ist es, was Sie gesagt haben, so nicht richtig. Was aus der Großen Anfrage aber auch hervorgeht, und da müssen wir auch noch einmal, muss aus unserer Sicht noch einmal nachjustiert werden,
dass bei Personen, die einen internationalen Schutz, also einen entsprechenden Schutzstatus, Rechtsstatus genießen, die diesen beantragt haben, dass die entsprechend auch grundsätzlich, und zwar grundsätzlich heißt hier immer, getrennt untergebracht werden müssen. Das ist hier in der Großen Anfrage und Ihrer Beantwortung etwas ausweichend beantwortet worden. Und wir sagen deutlich, dieser Personenkreis muss entsprechend immer getrennt untergebracht werden, meine Damen und Herren. Was auch wichtig ist, wenn man sich hier die Antworten anguckt, ist, dass entsprechend beim Hofgang den Freizeitmöglichkeiten, dass die auf jeden Fall aus unserer Sicht ausgeweitet werden müssen. Die Hofgänge entsprechend auch unter Nutzung von Sportaktivitäten, z.B. verfügbaren Sportgeräten, die müssen aus unserer Sicht nachgebessert werden. Die müssen noch umfänglicher zur Verfügung gestellt werden. Und da gebe ich Ihnen recht, obwohl das noch einmal auch eine andere Intonierung war aus Ihrer Sicht. Sie haben von unabhängigen Beratungsangeboten gesprochen. Die Beratungsangebote müssen auch noch einmal ausgebaut werden. Das ist aus unserer Sicht ganz hier auch aus der Großen Anfrage hervorgegangen. Denn, meine Damen und Herren, viele Abzuschiebende befinden sich in einer persönlich besonders belastenden Krisen- und Lebenssituation, vielleicht in einer der schwierigsten. Und deshalb ist es wichtig, dass entsprechende Unterstützungs- und Beratungsangebote für diesen Personenkreis auch wirklich vollumfänglich vorhanden sind, meine Damen und Herren. Ein letzter Aspekt, der uns wichtig ist. Die Große Anfrage hat ergeben, dass bei 24 Personen in 36 Fällen und darüber hinaus in 12 Fällen sogar einen ganzen Tag hinaus, nicht nur stundenweise, diese in besonders gesicherten Hafträumen untergebracht wurden, meine Damen und Herren. Das ist mit die schwerste Maßnahme, die man verhängen kann in solch einer Einrichtung. Und hier sagen wir auch, das ist nicht gerade eine geringe Anzahl. Wir wissen natürlich auch, dass es hier besondere auch Situationen gibt in der Abschiebungshaft. Aber wir verlangen hier auch, dass durch weitere krisenintervenierende Maßnahmen die Unterbringung in besonders gesicherten Hafträumen so weit wie möglich vermieden wird, meine Damen und Herren. Das ist etwas, wo man auch noch einmal genauer hinsehen muss. Frau Kollegin, Sie überschreiten schon jetzt bedauerlicherweise Ihre Redezeit. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Wir sagen aber auch Danke an die Bediensteten, die diese schwierige und verantwortungsvolle Aufgabe in der Abschiebungshaft übernehmen. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Vielen Dank an diese Arbeit, die Sie tagtäglich leisten. Und ich sage Ihnen deutlich, die Abschiebungshafteinrichtung ist eine Verwaltungshaft, die der Durchsetzung des Rechtes, der Sicherstellung der Rückführung als Ultima Ratio dient, nicht mehr und nicht weniger. Vielen Dank, Frau Kollegin Hofmann. Nächster Redner für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN ist der Abg. Markus Bocklet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Kollegin Hofmann, da ist sie. Ich kann Ihnen in vielen, 90% Ihrer Rede, wirklich nur recht geben. Sie haben vieles sehr zutreffend beschrieben. Lassen Sie mich damit beginnen, dass auch wir es, dass jede Abschiebung eine menschliche Härte darstellt, dass es meistens sich eine Tragödie dahinter versteckt, weil keiner, davon gehen wir aus, ich glaube alle hier im Saal, niemand verlässt sein Heimatland aus Spaß, sondern weil er grundlegend eine Not hat, vor Flucht, Vertreibung oder wirtschaftlicher Not hierher kommt. Deswegen ist es für die betroffene Person auch im Abschiebeprozess immer tragisch und schlimm. Und dementsprechend habe ich auch großes Verständnis für die viele große Not, die dort herrscht. Aber man muss auch dazu sagen, es ist am Ende einer langen Kette rechtsstaatlicher Entscheidungen. Das haben Sie richtig dargestellt. Und wenn wir als Rechtsstaat der Meinung sind, dass Menschen, die Schutz bedürfen, dann auch hier bleiben dürfen, weil sie vor Flucht und Vertreibung oder von politischer Verfolgung Schutz suchen, dann sind wir aber eben systemimmanent logisch, dass es auch Menschen gibt, die, wenn sie diesen Schutz nicht genießen, dass sie dieses Land wieder verlassen müssen.
Und wenn Sie dieses Land wieder verlassen müssen und es nicht selbstständig tun oder freiwillig tun, dass dann am Ende als Ultima Ratio, wenn die Gefahr des Untertauchens besteht, dass es auch eine Abschiebehaft in Hessen gibt, weil wir sie nicht nur in andere Bundesländer verschicken können, sondern auch eine eigene Anstalt dafür brauchen, dann ist das nur folgerichtig. Das ist für keinen ein Spaß, aber es ist in einem so Rechtsstaat folgerichtig. Und wir finden auch, dass es in Darmstadt die Abschiebehaft zu Recht gibt, auch wenn es kein Spaß ist, dass man eine Anstalt hat. Aber sie gehört zu dem rechtsstaatlichen System schlicht und ergreifend dazu. Punkt 1. Punkt 2. Ich glaube, dass es tatsächlich ein ungeklärtes Verhältnis der Linkspartei ist zu der Frage, welche Flüchtlingspolitik sie will. Wenn ich mit Ihnen darüber diskutiere, liebe Leute, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linkspartei, ob Sie tatsächlich der Meinung sind, dass es jeder, der hier das Land betritt, auch bleiben darf, ob Sie tatsächlich der Meinung sind, kein Mensch ist illegal, jeder, der dieses Land betritt, darf tatsächlich auch bleiben. Wenn Sie wirklich dieser Meinung sind, glaube ich, haben Sie in Ihrer eigenen Fraktion, in der eigenen Partei einen großen Riss. Alles das, was wir von der Linkspartei in Berlin hören und im Bundestag und auch aus anderen Ländern, in denen Sie regieren, verfolgen Sie eine völlig andere Politik, weil Sie genau wissen, wir brauchen eine stark reglementierte Politik, die darauf basiert, dass wir die Menschenrechte hier achten und dass wir darauf achten, dass wir den Menschen den Schutz gewähren vor Verfolgung. Und dass eben dann es nicht möglich ist, dass jede Person, die in Deutschland einreist, auch ein Recht darauf hat, zu bleiben. Und wenn dem so ist, dann muss es am Ende des Tages auch dazu kommen, dass es zu Ausreisen kommt. Ja, wer mir applaudiert, so runter. Welche Position haben Sie denn zu dem Thema? Liebe Kollegin von der Linkspartei, welches Konzept haben Sie denn nun? Welches Konzept haben Sie eigentlich zu diesem Rechtsstaat? Haben Sie ein rechtsstaatliches Verhältnis, wenn unabhängige Gerichte sagen, es gibt kein Recht auf Asyl für diese betroffene Person? Sie hat einen Widerspruch eingelegt, sie hat ein zweites Verfahren gehabt, es wurden die Abschiebeverbote wurden geprüft, und der Regierungspräsident und die Ausländerbehörde stellen den Antrag darauf, dass sie in der Abschiebehaft untergebracht wird. Ich frage mich, wenn das dann passiert, was ist Ihr Problem damit, wenn Sie zu diesem Rechtsstaat stehen? Das ist doch die Frage, die Sie zu klären haben. Und deswegen komme ich noch einmal dazu, in Vertretung meiner Kollegin Eva Goldbach, die heute erkrankt ist, dass ich auch noch einmal am heutigen Tage Kontakt aufgenommen habe mit dem Beirat, dem unabhängigen Beirat, der jederzeit Zugang hat zu Abschiebehaft in Darmstadt, Kontakt aufgenommen und habe die Person befragt, was ihre Erfahrungen mit der Abschiebehaft sind, ob die Kritik, die daran geäußert wird, die so latent in der Luft liegt, dass dort unter Umständen schlecht behandelt wurde oder dass es dort zu wenig Sozialdienste gibt, zu wenig psychosoziale Beratung oder gar eine Verfahrensberatung nicht zur Verfügung stellen. All das hat das unabhängige Mitglied dieses Beirates verneint. Es gibt dort sehr gute Bedingungen für die Menschen, die dort untergebracht sind. Dass das kein Spaß ist, da zu sein, ist die andere Seite. Das habe ich in meiner Vorbemerkung klargestellt. Aber Sie werden dort ordentlich behandelt, Sie bekommen dort ordentliches Essen. All das wurde ja in Ihrer großen Anfrage ja abgefragt. Es gibt eine große Anzahl von Betreuungen. Es gibt Dolmetscher für alle Fragen. Sie haben Sportangebote. Sie können sich in der ganzen Einrichtung frei bewegen. Es gibt aus unserer Sicht nach der Auskunft der großen Anfrage und nach Befragung des unabhängigen Beirats keinen Grund an Kritik an dieser Einrichtung, sondern es gebührt der Dank an die Bediensteten, die jeden Tag einen sehr anstrengenden Job dort machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also, es bleibt übrig, dass Sie eigentlich niemals jemanden abschieben wollen. In dieser Folgelogik wollen Sie auch keine Abschiebehaft. Aber Sie kritisieren Missstände, die offensichtlich von unabhängigen Beirat selbst gar nicht geäußert werden. Diese Einrichtung ist offen für die Kritik, sie ist offen für einen Beirat. Selbst eine Psychologin hat einen 24-stündigen Bereitschaftsdienst. Wenn Sie sich einmal für zwei Minuten informiert hätten, wie es dort in dieser Einrichtung zugeht, hätten Sie solche Reden wie hier nicht gehalten. Deswegen komme ich zu meinem Eindruck final. Abschiebungen sind immer von tragischer menschlicher Härte geprägt. Das ist so. Aber sie gehören dazu, wenn wir der Meinung sind, dass wir in einem rechtsstaatlichen Verfahren auch Menschen gibt, die hier nicht bleiben können. Worüber wir Sorge zu tragen haben, ist, dass diese Unterbringung menschlich ist. Und das hat nach meinem Eindruck, nach meinen Informationen, ist dem so. Und Frau Hoffmann hat einige Vorschläge gemacht. Auch die sollte man in Ruhe diskutieren. Das Thema ist unabhängige Rechtsberatung für die dort Untergebrachten. Dort hat das Beiratsmitglied gesagt, gäbe es sicherlich noch Verbesserungsbedarf, dass die auch mehrere Stunden zur Verfügung stehen. Für diese Vorschläge sind wir alle offen und werden sie dann im Innenpolitischen Ausschuss auch diskutieren. Aber zu dem skandalisierenden Verhältnis, das Sie zu dieser Einrichtung haben, tut mir leid, trennen uns Welten. Und ich glaube, Sie sind auf einem völlig falschen Trip. Sie sollten Ihre Position zum Rechtsstaat und Flüchtlingspolitik dringend einmal überdenken. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank,
Herr Kollege Bocklet, nächster Redner für die Fraktion der CDU ist der Abgeordnete Hering. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ja, wieder eine Generalabrechnung ungerechtfertigterweise mit einem Staat, der eigentlich sich so sehr sozial und sehr menschlich zeigt. Die heutige Debatte zur Abschiebehafteinrichtung in Darmstadt-Eberstadt dürfen wir eben nicht losgelöst von unserem Asylsystem, der Verantwortung unseres Staates gegenüber den Schutzsuchenden, aber auch der Notwendigkeit eines handlungsfähigen Staates führen. Sofern kein Bleiberecht gewährt werden kann und der Ausreisepflicht nicht nachgekommen wird, kann am Ende eines aufwendigen Verfahrens, wir haben es schon gehört, als Ultima Ratio die Abschiebehaft stehen. Eine solche freiheitsentziehende Maßnahme, Frau Sönmez, sie löst bei keinem Begeisterung aus. Andererseits konnte auch niemand eine sinnvolle Alternative aufzeigen, mit der das Asylverfahren und damit der Bestand unseres Asylrechts gewährleistet ist. Leider vernachlässigen Sie von der Fraktion DIE LINKE gerade, dass diese konkrete Maßnahme im Kontext steht von Nichtbefolgen gesetzlicher Pflichten und Missachten rechtsstaatlicher Entscheidungen. Es geht nämlich um den gerechten Gesetzesvollzug. Sonst würden diejenigen, die sich am meisten widersetzen, unsere Regeln nicht beachten und damit auch keinen Respekt gegenüber unserem Staat und seiner Gesellschaft zeigen, besser gestellt. Welch verheerendes Signal an alle anderen, die ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen. Deshalb, im gleichen Maße, wie wir an unsere weltoffene Gesellschaft den Anspruch von Schutz und Beistand stellen, müssen wir Sorge tragen für ein funktionierendes und vor allem tragfähiges Asylsystem. Tragfähig heißt, dass bei der Bevölkerung die Aufnahmebereitschaft und Akzeptanz erhalten bleiben muss und dass rechtsstaatliche Entscheidungen für alle bindend sind und durchgesetzt werden müssen. Die bisherige Aufnahmebereitschaft unserer Bevölkerung, ihre Offenheit und all die vielen Leistungen waren Ihnen bisher keine Silbe wert. Aber gerade diese Zeichen von Menschlichkeit gehören auch zum Kontext der heutigen Debatte, werden aber von Ihnen ausgeblendet mit der einzigen Gewichtung auf Anklage und Schlechtreden. In der Vergangenheit hat es sich gezeigt, welche Folgen es haben kann, wenn unser, das ist wichtig, Frau Sönmez, wenn unser filigranes Asylsystem seine erschöpfenden Rechtswege, wenn der Rechtsstaat an seine Grenzen stößt. Gescheiterte Abschiebungen, untergetauchte Menschen lassen das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates sinken und die Akzeptanz gerade im Sinne der Schutzsuchenden schwinden. Eine mögliche Folge sind politische Kräfteverschiebungen, Kräfteverschiebungen, die auch Ihnen nicht gefallen können. Wieso erkennen Sie dieses Risiko nicht? Im Grunde gab es doch schmerzhafte Erlebnisse für uns alle. Bei den Menschen, die zu uns kommen, mit oder ohne Bleiberecht, geht es immer um Menschen, die in Not sind, verfolgt, auf der Flucht oder aus vielen anderen nachvollziehbaren Gründen in unser Land kommen. Und wenn ich sage nachvollziehbar, kritisiere ich keinen dieser Menschen. Wir würden es vielleicht genauso machen, ohne Halt mit Blick auf die staatliche Leistungsfähigkeit. Und gerade deshalb ist unser Staat jetzt gefragt, seine Institutionen, die mit Blick auf alles, was ich soeben dargelegt habe, Regeln formulieren und für die Einhaltung dieser Regeln Sorge tragen müssen. Und dazu zählt auch die Abschiebehafteinrichtung in Darmstadt-Eberstadt. Die wurde doch nicht in Betrieb genommen, weil man in Deutschland gerne Menschen in Haft nimmt, sondern weil die Ausreise einer geringen Zahl von Menschen, die sich an keine Entscheidungen gebunden sehen, nicht anders gewährleistet ist.
Ohne hierauf einzugehen, birgt die Aufmachung Ihrer Großen Anfrage die Gefahr, unseren Staat, unsere Gesellschaft auf eine Gefängnisverwaltung zu reduzieren. Gerade im Gegenteil stehen wir ausreisepflichtigen Menschen mit vielen Mitteln zur Seite, auch finanziell. Die Anwendung dieser milderen Mittel soll die Ausreise für alle möglichst erträglich gestalten, auch im Blick auf die Reintegration im eigenen Land. Aber auch das passt Ihnen nicht, obwohl z. B. die Beratung zur freiwilligen Ausreise mit umfassender Aufklärung ein Beitrag sein kann. Es kann ein Beitrag sein, um Abschiebemaßnahmen oder gar die von Ihnen so belastend dargestellte Abschiebehaft zu vermeiden. Angesichts vieler gescheiterter Abschiebungen oder auch Gefahren von Eskalationen bleibt in berechtigten Ausnahmefällen, und von nichts anderem reden wir als von berechtigten Ausnahmefällen, nur der Weg über eine so kurz wie mögliche Inhaftierung mit so normal wie nur irgend möglichen Lebensumständen. Ja, auch ich sehe den Begriff normal im Falle einer Inhaftierung nur als Behelf und nur schwer im eigentlichen Wortsinne anzuwenden. Das gebe ich zu. Auch die Formel normales Leben minus Freiheit kann nur ein Ansatz sein, um deutlich zu machen, wie sehr man bemüht ist, die Abschiebehaft von der Strafhaft abzugrenzen. Mit so vielen Zugeständnissen wie möglichen, bei denen der Zweck der Maßnahme aber nicht gefährdet werden darf. Und so bin ich dankbar für Ihre Große Anfrage und die Beantwortung. Zunächst wird klargestellt, dass niemand zu Unrecht inhaftiert wird, sondern nach Beantragung durch die Ausländerbehörde und Anordnung eines unabhängigen Gerichts. Auch abweichende Entscheidungen eines Beschwerdegerichts lassen nicht automatisch auf Rechtswidrigkeit von Beginn anschließen. Sie sind sogar vielmehr ein Beleg für eine funktionierende Gerichtsbarkeit mit der Beschwerdemöglichkeit, ein Beleg für den Rechtsstaat. Durch Ihre Große Anfrage bekommen wir detaillierte Einblicke zur Organisation einer Abschiebehafteinrichtung, welche Zugeständnisse in allen Lebens- und Einrichtungsbereichen gewährt werden, über den gesamten Tagesablauf hinweg. Sogar in solcher Vielfalt und Ausprägung, dass vieles gar nicht angenommen wird oder gewünscht zu sein scheint, die Auflistung in der Beantwortung spricht für sich. Es geht darum, bei dieser einschneidenden Maßnahme alles zu tun und nichts unversucht zu lassen, den Menschen in Abschiebehaft größtmöglichem Maße entgegenzukommen, und das wird unstrittig getan. Wohlgemerkt, sie befinden sich immer noch in Haft. Diese Anstrengungen und Leistungen mit deutlicher Unterscheidung von Strafhaft blenden Sie wieder aus, zumal Sie bewusst den Negativbegriff Knast auch noch verwenden. Eine Unverschämtheit. Der gelieferte Beleg für Rechtsstaatlichkeit und Menschlichkeit erstreckt sich übrigens sogar auch auf Strafhaft in unserem Land. Nur um das abschließend deutlich zu machen und einen weiteren Schritt aus der Defensive zu gehen. In keinem Fall, weder bei Strafhaft, Untersuchungshaft, noch bei Abschiebehaft, noch bei Abschiebemaßnahmen oder dem Verfahren selbst, noch bei den vielen, vielen Leistungen für viele Menschen müssen wir uns verstecken. Wir sind kein Haftbetrieb. Schon gar kein Knast, den finden Sie vielleicht in anderen Staaten. Wir sind ein helfender Staat und dürfen das auch sagen. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Hering. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Abg. Herrmann. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten! Seit März 2018 verfügt Hessen über eine eigene Abschiebehafteinrichtung. Soweit so gut, könnte man sagen, wenn man die Details nicht kennt. Zutreffender ist die Aussage, gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Es erstaunt doch sehr, dass zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme nur ein einziger in Abschiebehaft genommen wurde, obwohl immerhin 5 Plätze zur Verfügung standen. Da fragt man sich doch zwangsläufig, gab es da tatsächlich nur einen Ausländer, der sich in Hessen abschiebeunwillig aufhielt und der 2018 Deutschland zu verlassen hatte?
Mittlerweile stehen immerhin 20 Abschiebehaftplätze zur Verfügung. Und wieder stellt sich die Frage, sollte Hessen tatsächlich keinen größeren Abschiebehaftbedarf haben? Zu diesem Ergebnis muss man nämlich kommen, wenn man sieht, wie wenige Abschiebehaftplätze von der schwarz-grünen Landesregierung geschaffen wurden. Und da ändert auch die beabsichtigte Aufstockung der Abschiebehaftplätze auf bis zu 80 Plätzen im Jahre 2020 nichts daran. Meine Damen und Herren, ich sage es klar und deutlich. Diese Abschiebehaftanstalt war unbestritten längst überfällig und ist und bleibt dringend notwendig. Allerdings wird das Engagement der Landesregierung im Zusammenhang mit der Einrichtung und Erweiterung der Abschiebehafteinrichtung dieser Notwendigkeit in keiner Weise gerecht. Man hat eher das Gefühl einer Inszenierung seitens der Regierung, die dem Bürger lediglich vorgaukelt, das Thema Abschiebung jetzt professionell zu handhaben. Tatsächlich aber werden die Bürger von der Landesregierung über die Abschiebeabsicht getäuscht. Denn die Praxis zeigt deutlich, konsequent gegen abgelehnte Asylbewerber und ausreisepflichtige Migranten vorzugehen, gehört nicht zur politischen Agenda von CDU und GRÜNEN. Hier wird das politische Dilemma deutlich, in dem die GRÜNEN und besonders die CDU im Rahmen ihrer Regierungskoalition stecken. Während die einen nach Möglichkeit niemanden zur Abschiebung in Haft nehmen wollen, wissen die anderen, dass das aber bei vielen Ausländern dringend erforderlich wäre. Dieser Spagat zwischen niemanden und vielen führt im Letzten dazu, dass die Landesregierung nicht mehr als eine Alibi- bzw. Feigenblattpolitik in Sachen Abschiebehaft betreibt. Bei der zunehmenden Vergrünung der CDU ist dies auch nicht verwunderlich, und bei den GRÜNEN verwundert es nicht. Eine solche Politik ist nicht geeignet, Probleme zu lösen, aber geeignet, die Bürger über die wahre Situation zu täuschen. Auch wenn es Schwarz-Grün nicht gefällt, wir von der AfD klären den Bürger über die Fakten auf. Diese belegen, dass die neue hessische Abschiebehafteinrichtung in erster Linie nur zu Propagandazwecken taugt. Erinnern wir uns. Laut der damaligen Pressemitteilung der Hessischen Landesregierung standen ab dem 23. April ganze 10 Haftplätze zur Verfügung. Bis Ende Mai 2018 war eine Erweiterung auf 20 Haftplätze vorgesehen, und langfristig waren bis zu 75 Haftplätze geplant. Man war damals schon ehrlich erstaunt und konnte es kaum glauben, mit 20 Haftplätzen und langfristig geplanten jetzt 80 Haftplätzen möchte CDU und GRÜNE also das massive Abschiebeproblem mit den Ausreisepflichtigen, aber nicht Willigen, lösen. Die Quadratur des Kreises dürfte einfacher sein. Wie stellt sich die Situation in Hessen dar? In Hessen hielten sich mit Stand 31.12.2018 insgesamt 152.295 Schutzsuchende auf. Die Zahl der abgelehnten Schutzsuchenden in Hessen betrug 9.140 Personen. Von diesen 9.140 Ausreisepflichtigen haben im Jahr 2018 4.216 Personen Hessen wieder verlassen, davon 2.462 durch eine freiwillige Ausreise. Das bedeutet, dass 1.754 nicht freiwillig ausgereist sind. Diesen 1.754 Ausländern stehen sage und schreibe 20 Abschiebehaftplätze gegenüber. Gratulation zu dieser mathematischen Meisterleistung bei der Planung. Offen bleibt die Frage, wie mit dem verbleibenden 4.924 Ausreisepflichtigen verfahren wurde. Wahrscheinlich werden sie im Land geduldet. In Anbetracht dieser Zahlen kann man der schwarz-grünen Landesregierung nur attestieren, dass sie eine konsequente Abschiebung von ausreisepflichtigen Migranten nie ernsthaft betrieben und wahrscheinlich auch nie beabsichtigt hat. Anders kann man sich auch nicht erklären, warum die Koalition mit so wenigen Abschiebehaftplätzen plant. Hier wird einmal mehr deutlich, dass die Hessische Landesregierung eine Placebo-Politik für den Bürger betreibt. Innenminister Beuth hat diese Politik letztlich auch in seiner Pressemeldung vom 27.04.2018 mit den folgenden Worten bestätigt. Die Bürgerinnen und Bürger vertrauen darauf,
dass geltendes Recht auch umgesetzt wird. Die Abschiebehafteinrichtung ist daher auch als Garant dafür zu sehen, dass die Akzeptanz der Bevölkerung für die Aufnahme von Flüchtlingen erhalten bleibt, sagt Innenminister Peter Beuth. Wenn man die Worte des Innenministers Beuth Glauben schenkt, haben wir sie jetzt, die schöne, heile hessische Abschiebewelt. Die Realität sieht einmal mehr anders aus, wie die Zahlen belegen. Die Planung der Hessischen Landesregierung mit jetzt 80 Abschiebehaftplätzen lässt vermuten, dass die Landesregierung auf ein freiwilliges Ausreisewunder der vielen Ausreisepflichtigen in Hessen hofft. Doch kein vernünftiger Mensch wird auf ein solches Ausreisewunder vertrauen, geschweige denn warten, bis auch vielleicht die Hessische Landesregierung. Doch so blauäugig kann selbst die Landesregierung nicht sein, teilt sie doch in ihrer Antwort auf die Anfrage der LINKEN mit, dass in der Abschiebehafteinrichtung Darmstadt im Zeitraum vom 27.03. bis zum 2018 bis zum 28.06.2019 insgesamt 297 Personen untergebracht waren. Der Bedarf an Abschiebehaftplätzen wird damit deutlich. Nur die nicht ausreichende Anzahl an Haftplätzen verhindert eine konsequente Festsetzung einer größeren Anzahl von abschiebeunwilligen Ausländern. Meine Damen und Herren, die Landesregierung bleibt mit ihrer Planung weit hinter den Erfordernissen zurück. Entsprechend kann man CDU und GRÜNE nur als Fehlplaner und Abschiebeversager bezeichnen. Wir dagegen fordern nicht nur konsequente Abschiebungen, sondern auch die Schaffung einer angemessenen Anzahl von Abschiebehaftplätzen. Dazu gehört erforderlichenfalls auch der Neubau von entsprechenden Abschiebeeinrichtungen. Deshalb, Herr Kollege, Sie müssen langsam zum Ende kommen. Letzter Satz, bitte. Wir fordern die Landesregierung auf, nicht nur bis zu 80 Abschiebehaftplätze zu schaffen, sondern mehrere hundert, und das schnellstmöglich, im Interesse unserer Bürger und unseres Landes. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Nächster Redner ist für die Freien Demokraten der Abg. Müller. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Was wir hier erleben, sind in der Tat zwei extreme Positionen von der rechten und von der linken Seite, die schon einigermaßen schwer machen, aber auch sehr deutlich machen, dass die – ach, hören Sie doch bitte auf, bitte auf. Es geht doch nicht – Herr Lambrou, lassen Sie mich doch erst einmal ausreden, regen Sie nicht gleich auf. Es sind extreme Positionen, die Sie hier aufrufen. Genauso wie Frau Sönmez extreme Positionen aufgerufen hat. Und es ist schlicht und einfach dann so, wenn zwei so extreme Positionen behaupten, wenn die einen sagen, es passiert gar nichts, die anderen sagen, es passiert viel zu viel, dann liegt die Wahrheit meistens irgendwo in der Mitte. Und genau da würde ich Sie heute auch ansiedeln. Natürlich haben Abschiebehafteinrichtungen einen wichtigen Beitrag, wenn es darum geht, Abschiebungen zu gewährleisten. Aber wenn Sie, Herr Herrmann, den Eindruck vermitteln, dass man nur jemanden abschieben kann, wenn er vorher in einer Abschiebehafteinrichtung gesessen hat, dann ist das halt verkehrt. Das ist nicht der Fall. Das ist eben nicht der Fall. Wenn Sie hier mehrere hundert Abschiebehaftplätze fordern, die jetzt unmittelbar eingerichtet werden müssen, dann ist es nun auch wieder übertrieben, weil Sie einen Eindruck vermitteln, als ob nichts stattfinden würde. Umgekehrt, wenn von der LINKEN das Gefühl vermittelt wird, dass in der Abschiebehafteinrichtung alles drunter und drüber gehen würde und der Rechtsstaat dort nicht Einzug erhalten hätte, dann ist das auch falsch. Ich weiß ja nicht, wie oft Sie dort in der Einrichtung waren. Waren Sie dort? Sie haben mit denen gesprochen. Sie haben sich einen Eindruck vor Ort gemacht. Dann kann ich allerdings nicht verstehen, was Sie hier erzählen. Weil, wenn man dort ist, sich das anschaut, mit den Leuten redet, sogar Kontakt mit den Häftlingen hat, mit denen, die in der Abschiebeeinrichtung sitzen, dann gewinnt man schon einen anderen Eindruck, jedenfalls nicht den, den Sie hier eben gerade vermittelt haben. Deswegen, meine Damen und Herren, kann man festhalten, dass es schön gewesen wäre, wenn die 80 Abschiebehaftplätze schneller da wären. Aber die Umstände, und die sind, wenn man sich das anhört, geschildert worden, haben es anders jetzt nicht zugelassen. Aber es ist der richtige Weg, der gegangen wird. Und wir brauchen auch diese Abschiebehafteinrichtungen. Und ich glaube, das ist auch
bis auf AfD und LINKE unstreitig, dass der Weg, der gegangen wurde, ein guter Weg gewesen ist. Ich will aber noch das eine oder andere darüber hinaus deutlich machen, weil es ja noch einige sachliche Aspekte gibt, die auch zu erwähnen sind. Wir haben in Frankfurt den Flughafen, von dem sehr, sehr viele Abschiebungen stattfinden. Und ich glaube, dass wir das in Hessen auch mit in den Fokus nehmen müssen. Und deswegen die Bitte auch an den Minister für den Fall, dass wir, wenn wir die 80 Plätze haben, und auch jetzt sind nicht immer alle Plätze belegt, dass wir mit den anderen Bundesländern im engen Austausch sind, um freie Plätze dann auch anzubieten, wenn sie entsprechend genutzt werden können. Denn es kommt leider immer wieder vor, und da sind wir, glaube ich, von einem größeren Problem, dass Rückführungen nicht stattfinden können, weil entsprechend Flüge abgesagt werden, weil sich ein Pilot weigert, jemanden mitzunehmen. Und dann müssen diese Menschen, die rückgeführt werden sollten, über ganz Deutschland wieder zurückgebracht werden in das jeweilige Bundesland. Das erfordert einen riesigen Aufwand, und das ist tatsächlich ein Argument dafür, möglichst nah am Flughafen diese Menschen unterzubringen, bis dann eben ein entsprechender Flug gefunden werden kann. Die Zusammenarbeit mit der Bundespolizei an der Stelle funktioniert, glaube ich, sehr gut. Ich glaube auch, dass die Konzentrierung des Abschiebewesens in der Landesregierung funktioniert hat, mit dem eigenen Dezernat im Innenministerium, aber auch mit dem Regierungspräsidium Darmstadt, das sehr gute Arbeit leistet. Deswegen, meine Damen und Herren, lassen Sie uns versuchen, das nicht zu emotional zu diskutieren, auch wenn es für die Betroffenen natürlich sehr emotional ist, aber es ist auch rechtskräftig entschieden, dass sie zurückkehren müssen in ihre Heimat. Und das muss man eben auch sehen. Und in einem Rechtsstaat gilt eben dann das, was entschieden wurde. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Landesregierung hat entsprechend Antwort gegeben. Deswegen will ich mich nur auf ein paar Diskussionsbeiträge hier beziehen und will beim Beitrag von Herrn Herrmann von der AfD beginnen. Das war verräterisch eindimensional, was Sie hier gerade eben wieder vorgetragen haben. Sie haben sich Man hat richtig gemerkt, wie Sie hier am Rednerpult sich in Rage geredet haben, wie Sie förmlich Schaum vor dem Mund hatten. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich finde es widerlich. Ich finde es widerlich, wie Sie mit Unterstellungen, mit Unwahrheiten operieren, wie Sie hier gegen Flüchtlinge hetzen, meine Damen und Herren, wie Sie über Menschen reden. Es ist einfach unerträglich. Es tut mir leid. Ich muss das hier loswerden. Seit 2015, meine sehr geehrten Damen und Herren, hat dieses Land, wie ich finde, ich habe es mehrfach betont, ein sehr humanitäres Gesicht gezeigt. Das haben wir durch die Aufnahme von vielen Flüchtlingen in unserem Land hier bestätigt. Ich finde nach wie vor, dass was dort geleistet worden ist, herausragend. Aber es gehört eben mit dazu, und das sage ich auch nicht zum ersten Mal, zur Akzeptanz der Aufnahme von Flüchtlingen gehört eben auch, dass diejenigen, die hier kein Bleiberecht haben, dass die wieder in ihre Heimatländer zurückgeführt werden müssen. Und das muss nach meiner Einschätzung und nach Einschätzung der Koalition auch tatsächlich konsequent, aber nach rechtsstaatlichen Regeln eben hier erfolgen. Und nach rechtsstaatlichen Regeln bei da gibt es offensichtlich einen Nachholbedarf. Ich weiß nicht, wer dazwischen gerufen hat. Einen Nachholbedarf in der Erläuterung gerade für die AfD. Da gehört eben zu dem rechtsstaatlichen Verfahren gehört, dass durch der Instanzenzug durchgeführt wird, alle Rechtsmittel in der Regel ausgeschöpft werden vom BAMF über die Verwaltungsgerichte und so weiter. Aber, meine Damen und Herren, wenn die Ausreisepflicht festgestellt worden ist, dann gehört doch nicht zwingend dazu, dass derjenige, der ausreisepflichtig ist, dann in Haft genommen werden muss. Was haben Sie denn für ein Verständnis vom Rechtsstaat, meine Damen und Herren, wenn ich mir so etwas überlege, was Sie hier gerade von sich gegeben haben?
Und dann bleibt als letztes Instrument, wenn die Ausreisepflicht nicht anders durchgesetzt werden kann, in der Tat die Abschiebehaft. Zur Sicherstellung der als letztes Instrument zur Sicherstellung der Rückführung. Und im Übrigen, im Gegensatz, meine Damen und Herren, auch von den LINKEN, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, bei uns auf richterliche Anordnung. Bei uns kann nicht einfach so irgendjemand die Abschiebehaft feststellen, sondern eben auf einer richterlichen Entscheidung. Und dagegen kann natürlich auch wieder Rechtsmittel eingelegt werden. Und so kommt es dazu, dass manchmal in einer höheren Instanz gesagt wird, dass die entsprechenden Regeln nicht eingehalten worden sind oder dass man Aspekte gegebenenfalls nicht beachtet hat. Und so, meine Damen und Herren, kommt es dann dazu, dass wir tatsächlich auch Menschen, die rückgeführt werden müssen, in Haft nehmen. Diese Abschiebehaft kann beendet werden durch den Inhaftierten, indem er ausreist. Auch das gehört ja mit dazu. Es ist ja nicht so, dass es zwanghaft so wäre, dass jemand dort länger sein muss, sondern wenn er sich dann eben entsprechend beugt und die Ausreise antritt, dann ist die Haft entsprechend beendet. Auch das gehört mit dazu. Ich finde, das hätte hier auch Erwähnung finden können. Meine Damen und Herren, und dann gehört eben mit dazu, dass wir eine gute und ordentliche Unterbringung dort gewährleisten. Wenn hier so viele Kollegen, und ich weiß ja, dass viele Kolleginnen und Kollegen sich das angeschaut haben, dort waren, dann wissen Sie, dass wir uns unter den gegebenen Umständen sehr viel Mühe gegeben haben, eine ordentliche Unterbringung dort herzustellen. So viel Einschränkungen, wie das notwendig ist, um die Ausreisepflicht zu sichern, aber eben auch so wenig Einschränkungen wie irgendwie möglich, ohne den Zweck zu gefährden. Wir haben Sozialarbeiter, wir haben Seelsorger, wir haben Imam, wir haben Haftbeirat. Wir haben im Grunde genommen alles dafür getan, dass wir die Einschränkungen und die Einschränkungen so gering wie möglich und die Betreuung so hoch wie möglich dort realisiert haben. Ich finde, dass das für eine menschenwürdige Unterbringung sich auch gehört. Und ich kann Ihnen nur sagen, meine Damen und Herren, ich finde, dass das am Ende bei auch dem Zweck, den das Ganze erfüllen soll, wirklich mit viel Hingabe auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelöst wird. Lassen Sie mich einen Punkt noch aufklären auf der Seite 8 der großen Beantwortung der Großen Anfrage am Ende der Frage 42. Dort geht es um die Beteiligung der Kirchen im Haftbeirat. Dort müsste es wahrscheinlich in der vorletzten Zeile eher christliche Wohlfahrtsverbände heißen als paritätische. Ich meine, sind davon erfasst, nur zur Klarstellung. Da geht es um Diakonie und Caritas, nur damit man das sozusagen, ich glaube, das haben Sie auch so wahrgenommen, aber ich wollte es noch einmal sicherheitshalber hier auch dargestellt haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich auch eins sagen. Ich möchte mich nicht nur bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, die tatsächlich die Arbeit in dieser Einrichtung leisten. Das ist keine einfache Arbeit, die dort geleistet werden muss. Sie muss gleichwohl getan werden. Und ich will darüber hinaus auch nicht vergessen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Große Anfrage mit beantwortet haben. Auch dafür war viel Schweiß des Edlen sozusagen nötig. Und insofern auch an die ein herzliches Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Wir sind damit am Ende der Aussprache über die Große Anfrage angelangt. Wir haben sie besprochen. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.